Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Rome 2 Total War Online Battle von mir. Heute mit den Römern gegen die... Nein, Spaß beiseite. Wir sind jetzt beim Let's Play von Rome 2 Total War. Heute mit den Römern wieder mal, wie auch die letzte Folge und die Folge davor und die Folge davor und die Folge davor davor. Nein, wir haben in der letzten Folge hier die Schlacht starten müssen, eigentlich schon. Also wir wurden angegriffen von den Treverer und ich bin der Meinung, wir packen das. Ich glaube, ihr seht das genauso. Ich habe wesentlich mehr schwere Infanterie mit dabei. Kann dadurch seine Leichtinfanterie wegputzen. Dafür hat er um Längen mehr Infanterie dabei als ich. Wird eine spannende Sache. Vor allem kavallerietechnisch bin ich sogar noch fast überlegen, würde ich sagen. Wird spannend. Auf jeden Fall ist er infanterietechnisch ziemlich stark. Legen wir mal los. Fernkampftechnisch müssten wir gleich auf sein, sogar erstaunlicherweise. Obwohl er mit drei Armeen kämpft, nicht mit einer. Das wird ein lustiges Ding. Ich bin mal gespannt, wie gut sich meine Infanterie schlägt. Aber wenn die Treverer jetzt schon ausschalten, so früh, ist auch super. Ja, so früh. Das heißt, die haben wir schon ziemlich lange durchgehalten. Wieder durch ihre Rebellion sich ein neues Gebiet geholt. Vorher war alles makedonisch hier. Die Makedonen können sich zurzeit überhaupt gar nicht darauf konzentrieren, hier zu arbeiten. Deswegen muss ja irgendeiner hin, sonst muss ich ja darunter leiden. Oh, das erinnert mich ein bisschen an die Metagumi, das Gelände. Finde ich cool. Kennt man ja schon. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hätte jetzt lieber die Prätorianer gehabt. Die haben mir doch einen Ticken lieber gewesen. Verstärken müsste von hier kommen, glaube ich, oder? Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, von da. Wird hart, wenn die da von der Flanke kommen. Vor allem, da er uns mit der Infanterie deutlich überwiegt von der Menge her. Also im Grunde muss ich mit drei Veteranen-Legionären hier drüben dann aufhalten. Ich überlege, ich habe jetzt hier fünf. Er hat... Boah, 3, 6, 9, 10 Infanteristen dahinter, nochmal freier Heerbahner. Ja, ich brauche auf jeden Fall die 9 Einheiten, die ich hier schon habe. Muss überlegen, sein Gen ist halt ziemlich hart hier. Der Rest ist alles machbar, da sind keltische Stammeskrieger mit dabei. So, der Fernkampf muss halt eine Menge ausmachen hier. Oh, charge hier rein, bitte. So, ich schicke mich auch noch mit rein. Okay, und euch schicken wir hier rauf. Und ich habe meinen Gen ganz vergessen, fällt mir auf. Da drüben kommen auch schon wieder Einheiten. Das sind die Eidgeschworenen. So, der Charge der Kaff dürfte ihm hier ein bisschen wehtun. Ja, die sind deutlich geschrumpft. Ich brauche generell hier. Das ist wichtig. Muss die restliche Infanterie beschäftigen können. So, die Kaff ist schon deutlich geschrumpft. So, geben wir dem mal hier Moralboost. So, dich schicken wir hier rüber. Wird ein hartes Ding. So, den kleineren Trupp behalten wir mal hier. Der muss jetzt hier hinten rein chargen. Dadurch kann ich eventuell die Moral drehen. Super, du hast das Ding ja auch gleich geknackt. Du musst jetzt schnell rüber. Du chargest mal hier bitte rein. Ja, die Moral wankt schon hier. Der chargt natürlich auch noch richtig weh. Der Trupp flieht, der ist auch gleich weg. Guck ich mal. So. Muss jetzt hier drüben kämpfen. Ich mache mal stärker.
So, raus mit dir hier. Jetzt müssen wir hier ein bisschen was reißen. Veteranenlegionäre leiten ja deutlich hier unter den Angriff. Dein Trupp vor alledem. Ja, super, der erste General ist tot. So, stellen wir dich mal hier hin. Der Charge hier rein sollte auch wehtun. Ja, da wanken deutlich mehr als sonst. Super. Super, ihr geht jetzt mit hier mit drauf. Dich ziehen wir noch hier drüben ab. Und die müssen wir auch wieder rausziehen. Und du darfst jetzt hier hinten reinchargen, die keltischen Plänkler. Ich glaube, der Gen hier drüben ist verreckt gerade. Kann von Glück sprechen. So, du chargst hier rein, super. Dann wollen wir mal aufräumen. Uiuiuiui. Wahrscheinlich übel mit den Verlusten hier sogar. So, jetzt hier nochmal rein in die Plänkler, bitte. So, und ihr geht nochmal jetzt bitte hier drauf los. Die Legionäre halten sich nämlich wacker. So. Super, Kavallerie. Ich weiß, denke ich schon gekillt hier. Boah, 451, ey. Unser General wird angegriffen. Da kommt wieder was, okay. So, und du gehst mal jetzt hier hinten mit rein. Die auserwählten Schwerter. Du chargest mal hier mit in die freien Heerbahner rein. Die fliegen dann doch immer relativ schnell. Ja, jetzt haben die Wanken die sogar noch schon. Die sind gleich weg. Dich ziehen wir auch schnell wieder raus hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh ja, du hast viel gekillt hier. 572. Ist ordentlich. So. Charge mal hier wieder rein. Du gehst jetzt hier nur drauf. Jen, zieh mal wieder ein bisschen zurück. Du sollst ja nicht verrecken. Ich führe mal hier herum. Oh ja, die wanken ja schon alle ganz schön. Oh, der beschießt jetzt auch meine Kaff hier. Der ist nicht blöd. So, jetzt fliehen die hier alle. Da müssen wir noch schnell fortfahren. Hier den Rest killen. Oh, geil. Haben wir sogar ohne geflohene Einheit hier geschafft. Und oh, 600 Kills, ey. Und diese eine einzige Einheit. Das ist schon krass. So. Die schicken wir mal nach hier drüben, bitte. Du darfst schon ein bisschen killen hier. Boah, ey, hast du viele Leute gekillt. Der Trupp war sehr effektiv. Obwohl der eigentlich nur versuchen sollte, die Flanke aufzurollen. Dann hat er aber das so schnell geschafft, immer wieder. Das ist schon geil. So. Okay, dann schicke ich mal gleich hier wieder drauf. Oh, der Trupp ist fast tot. Der Trupp ist wirklich fast komplett tot. Das ist scheiße. Aber er hat überlebt. Das ist die Hauptsache. Der müsste dann eigentlich wieder da sein. Nächste. Also nach der Schlacht hier eigentlich noch. Hoffe ich mal, denn Veteranenlegionäre sind wirklich wichtig. Vor allem, da der so gut ist hier. Auch so eine hohe Moral jetzt hat. Wir haben sowieso eine unbesiegbare Moral teilweise hier. Das ist schon göttlich. So, wir können jetzt aber vorspulen. Den Rest noch so schnell machen. Ja, schnappst du dir. Perfekt, die sind tot. Was waren das überhaupt? Keltische Krieger? Keltische Krieger, okay. Boah, 656. Du hast auch nochmal 502 hier. Ihr habt den größten Teil der Armee vernichtet. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann ich nur wiederholen. Aber die haben auch teilweise gar keine Kills gemacht. Die Eidgeschworenen, die auserwählten Schwertkämpfer haben gut gekillt. Der Rest weniger.
3400 gekillt und gerade mal nur 1100 verloren. Das ist ja gar nichts. Überhaupt nichts, ey. Echt Glück gehabt, ey. Boah. Kann man von Glück sprechen hier? Dass wir das Ding noch gewonnen haben, ist nicht schlecht. Vor allem seine Kavallerie hat ihm nichts gebracht, seine Plänkler waren gefährlich. Das sehen wir jetzt gerade. Oh, Entschuldigung. Aber die freien Heerbanner hier, einfach nur Masse. Die hatten natürlich keine Chance gegen meine Soki. Die aber auch sehr gut gekillt haben, erstaunlicherweise. Die sind eigentlich nicht so dafür bekannt, so viel zu killen. Haben noch trotzdem viel geleistet, also... Ich glaube, ich werde auch in den Online-Battles jetzt mal in Zukunft die Soki Extraordinari benutzen. Die sehen wohl doch gar nicht so schlecht aus. Und damit kann man gut ein bisschen Geld ausgleichen und für andere Sachen aufheben. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich gut spielen lassen. Ich glaube, die kosten auch 600 oder so. Die sind gar nicht auch mal so schlecht. Haben guten Nahkampfangriff, gute Nahkampfabwehr. Kann man eher so mit Skutari vergleichen. Nur mit mehr Rüstung und weniger Nahkampfangriff. Aber ansonsten sehen sie auch sehr solide aus. Ja, meine Veritas waren komplett nutzlos, diese Schlacht. Die haben wirklich gar nichts gekillt. Oh, das war wirklich vernichtend für ihn hier. 4000 Mann gegen ein paar Römer. Auf einem Feld ist immer schlecht. Schade, mein Legionärstrupp ist doch weg. Muss ich einen Söldner anheuern. Aber die feindliche Armee ist zerstört. Das ist gut. Gut, Germania Minor, Rebellion bevorstehend. Vielleicht ruft, okay. Boah, jeder Gen kostet bei der Rekrutierung mehr. 925. Schau mal dich hier. So. Guck mal hier, du kriegst erstmal einen neuen Söldner dazu. Die Siedlung wird belagert. Okay. Geschafft, die Treverer sind weg. Ich gebe dir natürlich keine Chance zu überleben, ich werde die einfach erobern. Schön, verbessern. Oh, die müssen jetzt so schnell wie möglich hier wieder aufgestockt werden, die Einheiten. So. Scheiße, du kannst dich gar nicht bewegen, ey. Und den haben sie ermordet, ihr Arschlöcher. Du kannst weiter. Gut, super. Wir müssen hier schnell wieder raus. Dem Krieg sind wir jetzt hier in der falschen Position. Da müssen wir mit Flotten arbeiten, das sehe ich schon. Die können mich nicht sabotiert werden. Das ist doch die Flotte der beste Weg. Apropos Flotte. Wir sind hier letzte Runde stehen geblieben. Da drüben ist eine Armee von Zypern. Ja, die könnten wir eigentlich vernichten. Ohne weiteres. Wir hungern nach einer Schlacht. Herein zum Kampf. Ich gehe an Bord. Ich erwarte eure Befehle. Wir können hier nicht passieren. Die Flotte meldet sich. Ich erwarte eure Wir behalten Befehle. Euch aber mal hier in der Nähe. Ausrecken. So. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Wie kann ich entgehen? Schließlich wollen wir Karthago angreifen. So, dich wollen wir ja sabotieren hier. Bisschen Erfahrung zu sammeln. Was kannst du mir hier für einen Umsturz machen? Bauverzögert stark. Bauverzögert überfallen. Jetzt hier die Sklavenbevölkerung vor Ort. Sklaven sammeln. Was wollt ihr? Die Zufriedenheit ist nicht die höchste.
Ach komm. Gönnen wir uns mal einen Spaß. Yay, minus 1. Du bist nicht so gut darin, wie ich sehe. Ist da mir hier drüben eine Flotte? Nee, eine Armee. Schade. Gut, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Verborgener Agent. Eigenschaft erhalten. Neue Bedingung, Baubericht. Wie sonst hier, wo war wie sonst hier? Da müssen wir eigentlich jetzt weiterbauen. Sonst hier ist hier. Müssen wir nicht. Gut, Glück gehabt. Hier drüben hat die Armee der Sikuana verkackt. Das ist gut. Truppen rekrutiert. Siedlung erobert. Schafft entwickeln. Gut. Dann wollen wir mal die Runde wieder beenden eigentlich, oder? Ich kann wirklich nichts tun. Du, ah, doch, stimmt, die Flanke hier. Wie kann ich dir nur vergessen? So. Schick dich mal hier mit rüber. Ich bin unbedeutend. Wie kann ich euch helfen? Aber den hier drüben hätten wir schon cool. Gut, ist er zumindest aufgehalten dann und kann nicht weiter benutzt werden. Macht ihn nochmal schwächer. Zumindest Erfolg ist hier ziemlich hoch. Und wenn er da noch abtrünnig geworden wäre, wäre noch geiler. Wie kann ich euch dienen? Ich bin euer Verteidiger, mein Herr. Okay, hier klappt das nicht so gut. Ich lebe für den Krieg. Was hast du hier für eine Chance? 24, ein Viertel. Ich werde sie euch bringen, mein Herr. Agent behindert, okay. Es ist vollbracht, mein Herr. Du bist behindert, mein Freund. Mein Können hat schon fehlt. Versuchen wir es nochmal mit dem hier. Mit Geduld entwickeln sich Fähigkeiten. Verwundet, schade. Nichts weiter. Gut, ich dann bist du erstmal weg. Bedeutend. Aber dich werden wir auf Massenvergiftung ansetzen. Du bist da gefährlich, ja? Die hat er vergiftet hier. Okay, hoffen wir, dass wir nicht vergiftet werden. Dann können wir Joel nächste Runde angreifen. Wäre schon eine nette Sache. Gut, wer ist noch dran? Ihr seid hier dran, ne? Alle beide aufgestiegen, okay. Auf den höher. Da kann ich nichts machen. Dich hätte ich auch fast vergessen. Wir lassen dich jetzt hier im Winter mal lieber stehen. Maschinen wir jetzt nächste Runde weiter. Auxilia Italica bleibt auch stehen. Genauso wie dieser Auxilia Hispania und Legio Hispania. Zufried ist aber schon mal überall besser als sonst. Wie viel macht denn die Militärpräsenz aus? 3 nur. Puh, nicht schlecht. Boah, wie viele Kulturen hier mit drin sind. 5 Stück mischen hier mit. Punisch, Wüstenmarsch, Hellenisch, Iberisch und Römisch. Also Lateinisch. So rein theoretisch gesehen können wir erstmal eine Armee abziehen. Bringen wir dich nach hier drüben. Wir lassen dich auch über Afrika marschieren. Darf Lego Hispania unterstützen. Danach wollen wir auch gleich die Runde beenden. Oder nee, noch besser, wir wollen den Part beenden, denn wir haben unser Limit schon wieder erreicht. Schlacht hat 10 Minuten Anspruch genommen, da ist es mal ein bisschen schneller. Gut, ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.